Was ist denn da? Ja, ich muss doch hier die sauber fegen, dass wir hier ein bisschen mehr Dämmung aufbringen können. Was schön. Bist du am Isolieren? Ja, ich bin am Isolieren. Das du, ist eine saubere Ausfachung. Ja, das bringt noch mal was. Zwischen den Dachlatten noch mal eine schöne Styroporschicht. Was meinst du, was das an Wärme bringt? Das ist enorm, was das bringt. Die Wände strahlen richtig warm ab. Ja. Oh, hier, der passt hier noch rein. hier. Du, ich glaube, so eine gute Ausfachung haben viele gar nicht. Nee, das ist selten. Die wenigsten haben das zu Hause. Ich muss mal gucken. So, zack. Und dann wieder so reingesetzt. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Wichtig ist auch, dass die Ecken, dass das passt. Leute, das ist eine Friemelarbeit, hier diesen ganzen Kram hier zwischen zu verlegen. Das ist schön zwischen die Latten hier. Machen wir erst ein bisschen den Dreck weg. Diesen passt natürlich nicht drunter, muss man mal so machen. Bruder beschwert sich. Alles wie immer eigentlich. Ey, wieso fliegst du mir das denn ins Gesicht? Was rennst du da denn rum? Ja, ich muss hier arbeiten. Ach so, ja, das ist natürlich in der Tat dann schlecht. Besser geht's nicht. Was machst du da schon wieder? Wieso? Besser geht's nicht. Ja, ich mach das hier top. Putzi. Das muss man schon dazu sagen, weil. Komm. Was meinst du, was das nachher bringt an Dämmung? Ich hoffe, das bringt irgendwas, weil. Ich glaube, das bringt nichts. Ah, nee. Doch nicht, ne? Okay, was machst du das genau? Das machst du so genau. Wie gelernt, so wie ich. Wahnsinn. Boah. Ja, schön machst du das. Das ist nochmal eine extra Dämmschicht. Darauf kommt dann ja die Folie. Sag mal mit dem Styropor, ne? Ja. Das ist doch jetzt nichts, was wir uns ausgedacht haben. Das macht man doch so, oder nicht? Weiß ich doch nicht. Hast du das nicht gegoogelt? Nee. Ja, jetzt bist du ja schon fast fertig. Jetzt brauchst du auch nicht mehr googeln. Nee, mach ich sicher aber nicht. Vorsicht, nicht verwenden. Schön. Das habe ich hier sauber. Ja, das sieht gut aus. Da fehlt noch eine Rigipsplatte oder Fermacell oder was die hier hatten. Wir haben noch eine rumliegen. Wenn du mir da hilfst, die reinzusetzen. Ja. Von unten gegen, ich schraube das fest und dann ist gut. Aber schön, dass du hier noch diese gute Dämmung hast. Guck mal, die kannst du doch nochmal nehmen. Kannst du auch als Kopf in Kopfkissen reinmachen. Das ist schön weich. Das darf man heute wahrscheinlich gar nicht mehr verkaufen, ne? Irgend so ein giftiger Kram. Ja, da steht doch wirklich, da war noch hier und da ein Zettel bei. Da stand Glaswolle richtig noch. Also Westdeutscher Glaswollenwerk. Da verkauft man ja Mineralwolle und Steinwolle und was nicht alle. Ne? Glaswolle, wenn. Ist Glas nicht aus Sand und sind Sand nicht Mineralien? Ja. Ist das deswegen nicht das Gleiche? Ja, aber damals, jetzt nennt man das anders. Daran siehst du, dass das alt ist, so meine ich. Das geht ja immer nicht. Mach doch mal für die Küche die Sicherung rein. Ja, wir haben uns ja so eine tolle Taktik überlegt. Die Türen, die gab es ja umsonst. Und was wolltest du mit diesen Sperrmülltüren? Ja, nee, die sind richtig stabil. Und ein Quadratmeter USB-Platte kostet 12 Euro momentan. Nur wir bezahlen doch nicht 12 Euro für so eine blöde USB-Platte. Das sind ja auch noch die kleinen Platten, die da haben momentan. Und die dünnen, ne? Und dünn. Und so eine Tür ist doppelt. Die billigen Türen brauchst du nicht nehmen, wie normal. Ja, die haben wir bei eBay umsonst geholt. Und wo finden die jetzt ihre Verwendung? Naja, dreimal darfst du warten. Die kommen auf den Dachboden. Ja, so muss das. Man sieht hier gut. Ja, das sind jetzt diese tollen Eiche Rustikal Look Türen. Und die müssen unbedingt jetzt auf dem Dachboden oder was? Ja, wieso? Ja, wieso nicht? Die wollte ich hier auslegen. Ja, nun nimm die eben an. Ich weiß nicht.
Ja, jetzt musst du die auch annehmen. Was soll, wie soll ich die olle scheiß Tür denn hier hochkriegen? Ja, ich habe hier die Hände voll. Ja, toll. Du hältst die Kamera. Und ich soll die Feste alleine jetzt hier hochkriegen, oder was? Die sind so sauschwer. Das ist ein Eichentyp. Ja, das ist Wahnsinn. Guck mal, wie schön die hier liegen. Zack. Brauchst du noch festschrauben, gut ist. Sehr stabil. Aber die haben eine hohe Schicht, also dämmen die auch nochmal. Das ist gar nicht mal so schlecht. Die Türen. Irgendwann kommt hier einer und guckt sich das Haus an oder hat das dann gekauft von dir oder irgendwann, irgendwo. Dann sagt er, was haben die da denn gemacht mit den Türen? Was sollte die Scheiße denn? Ja, da war mal eine Zeit, 2021, da gab es Türen umsonst. Das würde man heute nie mehr machen, die tollen Dinger. Ja. Die sind so stabil, die drücken auch nicht ein. Nee, das ist wirklich so, ne? Wollen wir noch einen da drauf legen? Ja. Dann haben wir die hier. Ja. Das ist jetzt aber eine breite. Ja, das sind die Türen, die liegen hier top. Das ist sehr stabil, wirklich. Das ist wirklich sehr, sehr stabil. Das wird hier noch alles mit deutschen Eichentüren ausgelegt. Die sind am besten. Das ist echt so. Was ist eigentlich mit deinem Schornstein passiert, du? Ja, irgend so einer, der nicht alle beisammen hatte, hat ihn abgerissen. Nee, das wurde damals gemacht, weil der ja stillgelegt wurde und dann das Dach zu, damit das hier nicht... Da wuchs schon ein Baum raus und alles. Das war noch in grauer Vorzeit. Grauer Vorzeit, du meinst letztes Jahr oder wann? Ja, irgendwie so. Das war nicht mehr in Betrieb, war undicht oben. Ja, dann machst du das Einfachste, dann einfach zumachen, ne? Ja. Stimmt. Ist für uns jetzt natürlich schade, weil so einen Ofen finde ich schon sehr attraktiv. Machen wir nochmal irgendwann. Das Dumme ist ja, der Typ hat den Scheiß da reingeschmissen. Da ist Betonschutt drin, ne? Ja. Also das finde ich so asozial. Könntest du deine Schinken reinhängen und unten Spanplatten verbrennen. Ja. Nee, sowas macht man ja nicht. So, hier fehlt jetzt in der Decke noch ein Stück. Das habe ich da schon zugeschnitten. Das da, das muss da jetzt rein. Da muss Gideon mir aber helfen. Das geht sonst so nicht. Ich habe auch schon alles vorbereitet. So. Hier müsste da eigentlich gut reinpassen. Ja. Ja, das ist ein Tick zu groß hier. Passt. Jawohl. Erfolgreich abgenüdelt. Oh, ist das eklig. Irgendwann ist das eklig, ne? Ja. Oh, ist Nebel draußen, ja. Ich habe ja auch Handwerker im Freundeskreis, die machen sich nur lustig über mich. Wieso das denn? Wo wir das Loch ins Dach gemacht haben, hat Axel gesagt, ich weiß ja nicht, ob das so soll, aber so wie er es kennt, gehören Löcher nicht ins Dach und so. Hat mich dann immer geärgert, als wäre ich zu blöd da, das zu checken, dass ins Dach eigentlich kein Loch soll. Dass sich Sozialarbeiter mit Akkuschrauber verletzen würden. Penner. Penner! Schauen die Papiere überzeugt dich. Dass wir Penner sind, das steht da deutlich. Ja, du kannst auch richtig angenehm rausgucken hier. Der geht wer weiß wie weit. So geht. So ist richtig schön, ja. Hier, der zeigt was Rotes an. Ach so. Speicherkarte. Speicherkarte. Ach, Speicherkarte. Uwe? Ja. Hier ist jetzt ja noch nicht so viel passiert, ne? Warum hast du denn hier die ganzen Sachen noch gelassen? Auf deine Sachen. Ja, die sind eigentlich noch gut. Die kann man noch nehmen. Ich würde mal sagen, die müssen in den Müll. Das Einzige, was man noch mal nehmen kann,
ist ein Zollstock von 1870. Da sind noch die alten Postleitzahlen drauf. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist Wahnsinn. Was hier an, noch an Haken. Hier, Kuchen. Den Tisch, den kann man nochmal nehmen. Ja, Tapeziertisch. Kannst du als Partytisch nehmen. Aber hier. Corona-Partytisch. Corona-Party? Da darfst keine Witze mitmachen. Das ist illegal. Hör mal zu, das ist illegal, ne? Und dann wollen wir uns wirklich unterhalten. Du, da ist noch eine Klopapier, das kannst du ja noch eine. So ein Müllsack kostet auch 1 Euro. Dafür wird aber auch abgeholt. Da lohnt sich die Zeit. Ja. Einer reicht da hier für das Zimmer. Ja, einer reicht das. Glaubst du nicht. So, und jetzt nimmt man hier zum Beispiel so einen Stein. Und ich tue mal schöne Müllsack. Hier liegt ein Stein. Ein Stein mit Fusseln dran. Wieso? Sowas liegt hier einfach. Warum? Ich weiß es nicht. Die Leute haben alles mögliche unter dem Bett liegen. Das war hier ja auch Schlafzimmer. Ja, hier war die Romantik, ne? Da wurde steinhart, wurde da geschlafen wie ein Stein. Keine Ahnung. Ja, also so ein bisschen jetzt, wo du sagst, die Romantik, ein bisschen kommt es ja noch rüber. Auch ein bisschen noch rüber, nur raus, ne? So, ja. Ja. Hier, das ist auch ein guter. Willst du den nochmal nehmen? Nee. Ein gebrauchter Pömpel, aber das kann ich noch ans Anmachholz nehmen. Ein gebrauchter Pömpel. Das ist echt. Klopömpel. Sorry, aber das ist echt ein bisschen gammelig. Hier sind noch Unterhosen drin und. Ja, Mensch, du schaffst gut was weg, muss ich sagen. Ja, deswegen, man sieht das schon. Ne? Hier war eben noch was, jetzt ist es weg. Mhm. Das ist schon mal schön, ne? Das ist viel schöner, der Bereich jetzt hier. Ist viel schöner. Nee, das PVC sieht ja eigentlich noch gut aus, oder? Ja, warte mal, wir wollen mal drunter gucken. Boah. Guck mal, verschimmelt. Uah. Scheiße. Ist echt vergammelt. Ja. Hier ist auch morsch, das Holz. Nass, es ist richtig nass. Ach du Scheiße. Boah, ey, das muss alles raus, so wie ich. Holzboden, kannst vergessen. Was kannst vergessen? Sag mal, was ist hier denn los? Ja, du hockst hier im Siff. Ja, ich sortiere. Plastik kommt da rein und Papier kommt hier rein. Und dann machen wir noch Reste und Bauschutt. Da ist auch viel Glas und so dabei. Ja, das musst du sortieren. Du kannst ja nicht einfach. Willst du einen Baumischabfallcontainer? Das sagt sich dumm und dämlich. Jetzt sind hier so Glas und Plastik. Ja, ich hole mal den Karton für den Bauschutt. Ja, nur mal den Bauschutt und Glas. Dann machen wir ihn ein. Ja. Ich gucke sehr viel Fernsehen. Sehr gerne. Ich gucke eigentlich immer auf Klo. Ich gucke also im Handy, ich gucke auf dem Dachboden teilweise. Ich gucke Fernsehen, wo es geht. Weil die bringen die guten Sachen. Da weißt du genau, was los ist. Und du musst ja auch nicht überlegen, stimmt das oder nicht. Weil es ist ja Fernsehen. Es stimmt immer. Mhm. Ja, das ist klar. Das weiß man. Viele wissen das nicht.